Alles klar, hier ist was ganz Schlimmes passiert. Aber heute wird bestimmt noch mehr schlimmere Sachen passieren. In der 8. Folge von Outlast 2. Und damit begrüße ich auch auf jeden Fall zur 8. Folge von Outlast 2. Wir müssen zu den Minen, weil da unsere Frau ist. Ich habe schon den Namen vergessen, weil ich das Game so lange nicht mehr gespielt habe. Passt, denke ich mal. Hallo? Mit Rechtsklick habe ich die Dinge. Ich muss nochmal die Steuerung ein bisschen mehr lernen. So, wo kommen wir jetzt hier lang? Die Dinger waren ja zu Anfang abgeschlossen. Kommen wir jetzt irgendwie immer noch nicht lang. Kommen wir an eine Tür irgendwie so ran? Irgendwie nicht, ne? Wir brauchen hier einen Bolzenschneider für die Minen, weil ich denke mal, da kommen dann die Minen, ne? Die gehen auch alle nicht auf. Ups. Ich habe gerade ein bisschen viel gedreht, sorry. Da geht es zurzeit auch nicht hin. Hier geht es wohl auch nicht hin, oder? Nee. Alles klar. Digga, das sieht aber schon geil aus, die Aufmachung hier so. Ich hätte mir denken können, aber ich habe so leise Vermutungen, also leise Erinnerungen von als ich halt ein bisschen nochmal selbst geschaut habe, dass hier irgendwas gewesen sein müsste eigentlich da. Oder gibt es die Sachen jetzt hier? Irgendwas mit, ich glaube, Puppen, die halt in so Kindersärgen waren, oder? Wenn mich jetzt irgendwas täuscht, dann weiß ich auch nicht, warum ich so komische Erinnerungen habe. Muss ich mal vielleicht in einem Video von Nintendo, würde ich jetzt sagen, nachgucken. Alright, ich kam ein bisschen zu früh, das kommt erst später. Okay. Ich habe mich jetzt hier wieder verletzt. Also ich glaube, das ist wirklich einfach scripted und ich muss das eigentlich gar nicht machen. Also ich habe irgendwas durchgeskippt, bis Nintendo dann gerade da gewesen ist. Und das kam da auf jeden Fall nicht. Mal gucken, wann das kommt. Hä? Ich laufe hier gerade zurück, ne? Okay. Hab ich irgendwas falsch verstanden? Okay, muss ich mich doch wirklich heilen? Ist das scripted, aber man muss sich wirklich heilen, okay. Also ich bin nur da bis dahin gekommen. Ah so, okay. Jetzt verstehe ich's, okay. Was das angeht, bin ich ein bisschen schlecht so in Jump'n'Run-mäßigen Sachen. Hier ist nicht. Aua. Also. Stacheldraht. Okay. Digga, FPS-Einbrüche, was ist denn das? Ah, okay, ich denke mal, hier ist es. Ja, hier sind das mit dem. Das sind keine Puppen. Das sind echte Kinder? Digga. Scheiße, ey. Ach, Scheiße, ey. Was tue ich hier mir an, Digga? 2 Minuten in der Folge und trägst sowas wieder. Komm, das brauche ich jetzt nicht unbedingt haben, ne? Hä? Ja, ich hab's ja gesehen. Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Da komme ich nicht raus. Da komme ich nicht raus. Da komme ich nicht raus. Oder das ist einfach nur ein kleines Secret, was man sich ansehen kann. Ja, ist nur ein Secret. Kleines lustiges Secret, ne? Nichts schöner als das. Digga, dieses Game, ne? Ich bin manchmal wirklich sprachlos, ne? Leute, mir ist ein ruhiger Himmel. 6 weitere meiner Kinder, wenn auch nicht meines Blutes, trafen heute auf die Klinge. Okay, ich weinte, als schlachteten sie die Furcht meiner eigenen Lenden. Schnitt tief in Markus' Hals, bis das Messer die Wirbelsäule traf, doch selbst auf den Scheiterhaufen noch wand er sich vor Schmerzen. Okay, und Papa lächelte und sang davon, in seinem Fluss zu versammeln und alle Stimmen in Temple Gate stimmen ein. Eine Stimme war auffällig und in ihrer Abwesenheit.
Gott hätte mittlerweile antworten sollen, entweder durch Worte oder durch Taten. Gott, bitte antworte uns. Fülle die Versprechen deiner Propheten. Wir brachten der Erde solche Opfer durch Blut und den Himmel, durch den Rauch verbranntes Fleisch, dass das Schweigen selbst eine Nachricht ist. Liebt jemand Gott, wie ich es tue, so oft wie ich es tue? Okay. Aua. Ich muss einen Verband finden, ja, sehr gut. Ich muss erstmal den Weg hier rausfinden aus dem Maislabyrinth hier. Okay, geil. Okay, hier ist ein Weg. Ich muss einen Verband finden, das weiß ich. Aber hier gibt es irgendwie keine mehr. Am Anfang wurden die mir hinterhergeschmissen. Jetzt sind ja wirklich keine mehr, ne? Hier ist nix, da ist nix. Nix ist hier. Kein Verband, kein gar nix. Das wäre eine gute Idee. Nicht abschließen, aufsperren. Okay. Gib mir doch bitte einfach einen Verband. Hab doch so viele früher liegen lassen für euch, damit ihr die mir wieder neu geben könnt. Und jetzt brauche ich es unbedingt. Wie sieht denn das aus? Als würde ich dieses Game nicht spielen können. Jetzt würde ich auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad spielen und gleich auch noch verrecken. Dann lass uns mal einen Hebel suchen, ne? Hier ist nix, da ist nix. Was ist das eigentlich für eine Western-Musik? Haben die irgendwie günstig irgendwo geschossen oder was? Kommt man noch rein? Oh, sie wussten einfach, dass ich es brauchte. Super, danke sehr, Game. Okay, hier ist auch die Kurbel. Kein Hebel. Hebel würde ich das nicht taufen. Okay, dann lass mal da hochgehen. Gucken, was wir da so finden. Also, was wir da machen müssen. Drehen und gleich. Meine Mic-Pro-Player hat sich da richtig ausgezahlt. Lass mich raten. Ayesta und so. Nee? Na doch, Ayesta doch. Also, ein paar People, die mich hier verfolgen wollen. Die ich wohl auch verfolgen werden. Zumindest bis hierhin. Wo sind wir hier? Wie groß ist denn der Scheiß hier? Meine Fresse, ist das riesig hier alles. Meine Fresse, warum nur? Öffnen kann ich das nicht. Das kann ich auch nicht öffnen. Das war meine Vermutung mit einem Bolzenschneider. Jedoch nicht die richtige. Da komme ich, denke ich mal, wieder zurück, aber ich will jetzt erstmal was machen. Was machst du denn hier auf einmal? Bitte rennen? Du hast den Verband gerade reingezogen, also. Du musst jetzt rennen können. Ja, diese Gebetssprüche, die gucken mir jetzt aber nicht an. Die sind mir relativ egal. Nochmal eine Bandage, sehr lecker. Danke dafür. Hier ist, glaube ich, haben wir nur so ein Trap Up Room, ja. Mehr auch nicht. Wie sieht's denn aus? Batterien haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bandagen sind ein bisschen wenig, ne? Also nicht irgendwie hitten lassen oder so. Wäre kontraproduktiv. Ich gehe einfach mal dahin, wo sie herkam.
glaube ich, immer gut, dahin zu gehen, wo Leute herkamen. Okay, hier ist noch irgendwas. Okay, hängen die Leute jetzt auch mal anders auf. Auch cool. Nicht über die ganzen armen Tierleichen treten. Was ist das hier alles? Meine Fresse, ey. Kann mich hier rausfinden, das ist, denke ich mal, gleich zum Entkommen, weil ich denke mal, wenn wir dann hier gleich das Schlüsselteil gefunden haben, müssen wir dann wieder vor jemanden entkommen, ne? Das ist ja so das, was die hier so gerne machen. Der Gameplay-Loop sozusagen. Noch ein Verband. Okay, ich denke mal, das ist so, ja, keine Ahnung, so basiert, je besser man sich verhält, desto weniger Bandagen liegen einfach rum. Muss ich jetzt unbedingt nochmal da lang? Oder ist es wieder so ein... Okay, Martha ist das, und das ist... Martha ist besser als so ein Gebetsspruch. Martha, meine meistgeliebte, meine Jagd und mein Racheengel. Val hat Templegate verraten, hat Gott verraten, hat mich verraten. Sieh tief in dein Herz und nimm deinen Hass und mach ihn zur Strafe dieses verfaulten, ketzerischen Schweinefickers. Val, okay, ich kann ja eh alles sagen, das Video wird eh nicht monetarisiert und ich habe eh kein Geld damit am Verdienen zur Zeit. Val muss leiden und um Vergebung betteln, die du ihm nicht geben wirst. Val muss in der Dunkelheit sterben, fernab von Gottes Liebe. Ich habe da gerade falsch hingeguckt. All jene, die Val folgen sollen vor dem Tod und Gnade betteln, die dein Herz nicht kennt. Lass Gott für dich gnädig sein, damit du es nicht sein musst. Papa liebt dich, Gott verliebt dir. Noff. Okay. Ist Noff dann Vater von Martha? Und wer zur Hölle ist eigentlich Martha? Und was zur Hölle soll ich eigentlich mit dem Teil, was ich da gerade gefunden habe. Digga. So langsam ist aber auch gut, ne? Wie die hat dazu gemacht. Hier kommen wir noch irgendwo hin. Wir müssen verstecken. Reicht den Pfad zu mir auf der anderen Seite des Maschenplatzhauses. Was sagt der? Das habe ich jetzt nicht wieder gelesen. Es müsste einen anderen Weg geben, den wir da hinkommen. Aber wofür ist denn das Teil, was ich da gerade gefunden habe? Hierfür auf keinen Fall. Huh. Okay, ich gehe einfach mal hier durch, ne? Ich weiß nicht, wofür wir jetzt den Haken überhaupt bekommen haben. Gehen wir mal. So, jetzt würde ich wieder zurückgehen. Habe ich da irgendwie was übersehen, was wir für irgendwas brauchen? Okay, er speichert auf jeden Fall. Okay, wir können hier auf jeden Fall durch. Waren wir hier schon? Ich weiß nicht. Das blinkt hier. Hallo? Ah, so. Zieh. Tja. Aua. Das ist eine relativ ungünstige Stelle, so, ne? Okay, wir müssen das direkt hinkriegen. Eins, zwei. Und runter, okay. Der, jetzt habe ich aber viel gesehen. Ja, noch einmal? Ich stelle das noch. Okay, das war genau das Glück. Ja. Okay, das war nur Skript. Okay, dann bekommen wir in den Minen. Babylon habe ich als Errungenschaft. Ah, Kaktus, der. Was ist das? Okay, da geht's, glaube ich, wirklich lang. Und da kann ich mir, glaube ich, einfach nochmal angucken, wie das aussieht. Alte Mine. Einfach Mine?
Was ist denn das für ein Ort? Okay. Lass mal einfach dahin gehen, okay. Unendlich rennen kann man also nicht, ne? Nee. Das lässt ja nicht so, der Junge. Wir waren doch schon mal in Minen. Das Ding mal wieder so ein Gebetsspruch, ne? Oder? Ah ne, liebe Martha. Okay, dann gucken wir es eben kurz mal an. Liebste Martha, meine meistgeliebte Vertrauste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagen und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dich des Mordes sündig gemacht zu haben, doch erhöre mich. Du würdest nie sündigen, würdest du nichts tun. Okay. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist du nicht schuld, wenn er ein Kind angreift. Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist du nicht schuld an ihrem giftigen Biss. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du nicht schuld an jedem Unschuldigen, der brennt. In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so geht jedes Leben, das du nicht nimmst, was der Feinde sein könnte, wäre durch Trägheit ermordet. Der Feind ist wild und giftig und ein Hunger. Also denn, der Feind. Und nicht den. Einfach 9 Jahre alte Leute haben das geschrieben. Halte durch, stoße das Messer durch. Du brauchst keine Vergebung. Den du hast nicht gesündigt. Wie komisch ich hier schreiben, ja. Wisse, dass Tempelgeld dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe, dass Gott dich liebt. Noch. Entweder bin ich das oder die schreiben hier ein bisschen komisch. Ich weiß ja nicht, ne? Okay. Nee? Nicht so wirklich. Da ist ein Schloss dran. Ja, aber wohin dann? Hä? Willst du mir das bitte einmal erklären? Hä? Hallo? Ich möchte gerne weiterspielen. Muss ich nochmal zurück? Muss ich doch da lang? Und das hat sich einfach nur komisch angeschaut. Ausgeschaut, nicht angeschaut. Sorry. Aber eigentlich macht das ja wenig Sinn hier irgendwo. Oder gibt es hier irgendwie so einen Secret-Weg? Nee. Einfach wie geradeaus? Nee. Hä? Fuck. Was soll ich denn dann machen? Das verstehe ich jetzt hier gerade nicht. Das große Rätsel ist einfach hier weiterzukommen. Hier komme ich nicht lang. Da komme ich nicht lang. Ha. Ach, Digga, ey. Jessica, 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 Jessica. This is before I found her hanging. Wake up, wake up. I'm still here. Komm ich lang? Das ist bestimmt dann verschlossen. Nee, ich kann hier auch noch lang. We are loved. Wir sind geliebt. Wieder zu. Danke, Blake. Warum? Was habe ich getan? Jessica would have left the hangman somewhere for Lynn to find. Hä? Schon ganz zurückliegen, aber der hat mitgenommen. Macht Sinn. Okay, spielen wir dann jetzt mal kurz eine Runde Hangman, ne? Hier ist Sue. Ja, ich weiß. Ist alles so anstrengend, ich weiß. Ich weiß, Blake, aber wir sind ja fast fertig, ne? Muss ja nur noch eine Folie finden. Können wir ein bisschen Hangman spielen, ein bisschen entspannen. Ein bisschen die Seele baumeln lassen.
Du weißt Bescheid. Diese Effekte, ne? Tun auch ein bisschen am Auge weh. Ist das irgendwie nur ein Schattenbug oder läuft da jemand die ganze Zeit lang irgendwie? Folie platzieren. Ich das hier damit das Teil schon mal ein bisschen hinschieben so. Unforgivable. Sounds about right. Bisschen mehr nach rechts, ne? Komm. Kann ich das noch bewegen oder? Ne, okay. Hab ich wohl meinen Soll getan jetzt hier, ne? Alles klar. Dann spielen wir weiter leer erst auf 4-3. Das ist so ein kleinen Sprint immer so einlegen, ne? Wenn man ein bisschen näher rennt. Ja, aber wie geht's denn jetzt weiter? Achso, jetzt ist hier eine Tür. Da unten ist jetzt auch eine Tür. Also ich meine, wir müssen gleich umdrehen, weil die Tür zu ist. Klar müssen wir umdrehen, ne? Okay, und jetzt passiert was? Kommt ein Jumpscare? Was ganz Unerwartetes? Hey, es ist verschlossen. Ich muss nochmal in die andere Richtung. Was? Die Musik wird lauter? Heißt es, jetzt kommt vielleicht ein Jumpscare? Hallo? Meine Batterie geht gleich leer. Hier rennt doch irgendwas lang. Kannst du mich bitte einfach irgendwas erschrecken? Die Zuschauer warten schon. Oder soll ich mich hier hinten hin? Stellen, Digga. Oh. Oh. Das ist doch wieder ein Luftschacht. Soll ich da nicht hoch? Sagst du nicht so? Also. Sagst du doch, aber nicht so wirklich, ne? Alles klar. Weiter geht's. Boah, der war zwar sehr vorhersehbar, der Jumpscare, aber auch wenn er vorhersehbar war, war der relativ gut platziert. Wir sind hier jetzt nicht in Japan. Boah, mein Ohr. Meine Ohren. Mein Gehör. Schlimmer als auf einem Rockkonzert. Eine Brücke. Eine große Brücke. Wie lange sind wir jetzt schon dran? 20 Minuten? Warum hängen wir noch ein paar 20 Minuten hinterher, ne? Die letzte Folge war ja auch nur 25 Minuten lang. Lass mich raten, ich falle da gleich runter. Ne? Sonst hätten die, glaube ich, da nicht so viel Detail an der Brücke verschwendet. Ich bin aufhören, da unten so rum zu stöhnen. Danke. Wir fallen hier runter. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Wenn er das schon so sagt. Aber warum sollen wir hier runterfallen? Hinter uns kommt ja niemand. Oder was soll jetzt passieren? Nein. Jurassic World 3? Bist du's? Nicht so gut angehört. Ich würde da vielleicht einen Physiopraktiker irgendwas mal drüber gucken lassen, jetzt über deine Gelenke. Ich sag's ja nur, ne? Heuschrecken, ja. Von Jurassic World 3. Auch so ein komischer Film. Gott liebt seine Kinder. Oh. Das Ding, I've ever seen in my life.
Ärzte? Nee, sind einfach, also Alien und der Teufel einfach. Können wir jetzt bitte hier irgendwie weiter? Ah, da unten ist das, ist der Homescreen von Blair Witch. Digga, was sind das auf einmal so für Referenzen einfach überall? Das Game muss ich auch irgendwas mal, vielleicht mal zu Ende spielen. Aber ich habe auch gehört, das soll nicht so gut sein, also spiele ich das vielleicht doch nicht zu Ende. So, nimm mal den Homescreen von Blair Witch mit. Lass uns. Ja, das ist so. Kannst leider auch nichts dran machen, ne? Slide. Boah. Wie in Call of Duty, also in früheren Call of Duties. In Call of Duty MW2 hättest du vielleicht jetzt ein paar Stunden gebraucht, bis du wieder aufgestanden wärst und jetzt wieder kampfbereit wärst, aber ja, darum soll es ja heute auch wieder nicht drum gehen, ne? Zeig mir her, so kann ich das da lesen. Dieser Ficklurch. Was ist das für ein... Dieser Ficklurch hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhauen und ich zerbrach ihn. Macht nicht seine Fehler oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Ja, danke gleichfalls, ne? Hab ich schon gedacht. Sieht ein bisschen so aus, als könnte man da jetzt hochlaufen. Ah, ich weiß ja nicht, ne? Ob du da jetzt so sicher laufen konntest. Ist ja wirklich noch nichts so Krankes passiert noch in der heutigen Folge. Ehrlich zu sein. Ich hätte nichts gesehen, was passiert. Einmal nicht Night Vision anhaben, ne? Komme ich irgendwie nicht lang, ne? Komme ich irgendwo hochgeklettert? Verstehe ich das gerade hier irgendwie ein bisschen falsch? Also, ich komme hier... Ich komme hier nicht wirklich hochgeklettert. Komm, lad irgendwas mal nach. Wo soll ich denn dann hin? Hä? Also, das ist, finde ich auch jetzt wieder interessant. Hä? Das andere war ja offensichtlich wegen dem Holzstamm, aber wir sind ja so viele. Die Dinger kann man ja auch nicht treten und öfter ich Leertaste drücke, desto weniger bewirke ich hier irgendwie. Da konnte ich ja auch nicht gerade lang. Fuck. Achso, ja. Klar. Macht Sinn. Was hat er gerade geknackt? Reicht das? Ich bin's nicht, ne? Okay. Wo steht er? Fuck. God bless. Sickness hier. Also irgendeine Krankheit. Ja, hier, wo es kein... Wo hier der Point of No Return ist. Super. Sind wir wieder beim Nirgendwo. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank und das zu Recht. Du bist voll Scham und du hast zu Recht. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich wieder wundervoll und rein machen. Als diese Krankheit zuerst in Tempelgate ausbrach, erkannte Papa Nov in dir seiner Weisheit und Güte. Sie als geistliches Leiden, okay. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, dass du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit. Findet sich... Was? Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit, findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Was ist das für ein Satz? Egal. Bleib treu, bleib gehorsam den Herrn und Papa Nov, unseren Gesondern, besonders seinem Diakon Leid. Diakon Leid? Gott und sein Prophet lieben dich. Gut. Wenigstens einer, der mich liebt. Oh.
was denn für eine Krankheit denn eigentlich? Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was für eine Krankheit, um ehrlich zu sein. Ich will es ehrlich nicht wissen. Warum frage ich überhaupt? Warum? Warum tue ich mir das an? Okay, ich muss da durch. Oh, Digga. Oh, nee, muss doch nicht sein. Nee, ehrlich, muss nicht sein. Was wäre passiert, wenn ich da links rumgelaufen wäre? Hätte mich dann von da aus gejumpscared? Digga, was haben die für eine Krankheit? Die kratzen sich irgendwie zu Tode? Okay, da geht's weiter. Aber ich will ja nichts verpassen, so wirklich. Den gucke ich mir das hier oben noch, hier nochmal an. Greife ich doch gleich an, oder? Ach du Scheiße, ey. Ich glaube, ich gehe raus. Ich glaube, ich muss hier weg. Digga, der hat gar keinen Arm mehr, deswegen. Der hat sich vielleicht den ganzen Arm abgerutzt. Hä? Hallo? Fug? Hä? Kapitel 4? Ja, okay. Also muss hier unten irgendwo noch was sein, weil ich es nicht gefunden habe. Mhm. Achso, da ist noch eine. Jetzt wird er mich boxen, ne, der Junge. Hat er keinen Bock mehr auf mich. Schließen wir den Spaß hier mal. Kapitel 9. Digga, alles voller Blut und irgendwelchen ekelhaften Substanzen und der dippt dann auch schön mit seinem Gesicht rein, um noch ein bisschen Taste abzubekommen. Ich möchte mich gar nicht den Leuten hier nähern. Ich glaube, das muss ich, oder? Schließ mal bitte schnell ab. Ich tue Grund vom Hura Leid. Dann sind die solche für dich tue. Ich leg's besser. So, ja. Wenn sie mich verdammt, ist für dich tue Grund vom Treulosen. Leid, der uns in die Schmutz führt. Ich tue Kund vom Betrüger Leids, der uns in den Tod blutet. Ich tue Kund vom Geschwür Leids, der uns dem Untergang vorsieht. Ich tue Kund Sesemper Evelo Mortem Tyrannis. Sagen, der ist doch jetzt bestimmt hier drin, der Keck. Alles klar. Das ist ja mal gigawiderlich, ne? Bitte wieder abschließen, danke. Damit die ja später reinkommen. Wenn ich hier mit dem Lesen fertig bin. Oder auch nicht, hier ist gar nichts. Hä? Warum auf einmal du? Was hab ich dir getan? Was hab ich dir getan, Süße? Okay, dann mache ich das eben kurz nicht. Ich heile mich aber eben kurz schnell. Ich muss hier mal langsam auch mal einen Cut setzen, denke ich mal, ne? Okay, aber jetzt kommen wir hoffentlich mal zur Mine. Haben wir es, glaube ich, auch mal uns verdient. Digga! Der kam aber sehr unerwartet. Bin ich noch im Leben oder bin ich jetzt tot? Ich bin noch am Leben, okay. Es hat aber gespeichert, dann würde ich sagen, erstmal danke fürs Zusehen. Das war eine heftige Folge. Wie immer gerne Like, Glocke, der hat es wieder lassen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Seid dankbar und ciao, Leute.